bist ein Versager, Carsten. Hier stehen zwei gestandene Ringkämpfer vor euch. Mit dem Stolz, mit der Leidenschaft, mit der wir im Ring steigen, dafür könnt ihr nur träumen. Ich präsentiere euch und dir jetzt den neuen sportlichen Leiter der WXW. Das ist es! Das ist der Titelgewinn! Wir haben neue Tag Team Champions! Hinter mir, das sind die Number One Contender auf die WXW World Tag Team Championship. Gern geschehen. Wir nehmen alle Herausforderungen an, die es gibt. Und A4 hat immer einen Plan im Kopf. Am 10.12. Team Ringkampf gegen Team A4. 2 out of 3 falls. Ich glaube, dafür musst du mir ein bisschen entgegenkommen, Carsten. Dann setzt du deinen Job aufs Spiel. Und am 10.12. ist der sportliche Leiter geschickt. Nachdem sich jetzt beide Teams geeinigt haben, wer jetzt hier im Match anfängt, so heißt es, Axel Dieter Junior, der einzige Second-Generation-Wrestler der WXW, gegen Marius Alani, den Ninja Warrior der WXW. A4 an der Seite natürlich von Alani, Absolute Andy, und auf der Seite von Ringkampf natürlich der Ringgeneral Walter an der Seite von Axel Dieter Junior. Und 16th Anniversary ist ja schon ein absolutes Spektakel. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. 2 out of 3 falls Match, Christian. Na, was für eine Konstellation zwischen diesen beiden Teams. Und es geht ja um so viel mehr. Es geht ja nicht nur um die Gürtel, Sebastian. Es geht auch um die Zukunft, um eine personelle Zukunft. Es geht um den Job des sportlichen Leiters der WXW von Carsten Beck. In Frankfurt durfte ich ihn vorstellen, auf Anweisung des Büros. Aber
ganz ehrlich, ich mache mir da wirklich Sorgen auch drum, nicht nur um die WXW World Tag Team Championship, sondern auch um die weitere Perspektive von Carsten Beck. Ich meine, gerade nach der Diagnose im Sommer, dann seiner fulminanten Rückkehr, dann ja, dieser Schockmoment, als Christian Michael Jacobi diese Worte ausgesprochen hat. Du bist ein Versager, Carsten. Da musst du dir mal vorstellen. Du nennst jemanden, der gerade eine Krebserkrankung überwunden hat und sich wieder zurückgekämpft hat, einen Versager. Nun, aber jetzt zählt es hier und heute im Two Out of Three Falls Match. Und das ist ja auch eine ganz besondere Sache. Und da schon beinahe der Two Count. Ja, und jetzt... Ja, weil das Ding ist doch, wer hier das Match gewinnt, der hat doch eindeutig gezeigt, dass er ja die dominante Macht ist, wie Walter jetzt wahrscheinlich gerne sagen würde. Auf alle Fälle. Und der Ringkampf, die haben da schon so ein bisschen Ruf zu verlieren, würde ich mal fast behaupten. Sie sind die dominante Macht im europäischen Wrestling, wie sie es immer wieder betonen. Und wenn sie heute die Tag-Team-Gürtel gewinnen, dann haben sie das eindeutig bewiesen. Absolut richtig, aber man darf dabei auch nicht bedenken, man muss dabei bedenken. Absolute Andy ist bei Broken Rules 16 im Ladder-Match erneut über sich herausgewachsen, obwohl er schon so einen langen Karriereweg gemacht hat und schon so viel erlebt hat, ist er trotzdem noch eine Stufe weitergegangen. Und Marius Al-Ani, wer weiß, wo der in 2-3 Jahren ist, auf dem Level, wo er jetzt schon ja, die Competition in den Ring von WXW bringt. Ja, was ist das für eine Kombination von einem Team? Sehr junge, wilde, bewegliche Marius Al-Ani und dann der Veteran auf seiner Seite, der so viele Schlachten schon gewonnen hat, alle Titel gewonnen hat, die es zu gewinnen gibt. Absolute Andy, eine unglaubliche Kombination. Und Al-Ani nutzt es natürlich, dreht jetzt hier Icy der Junior ein. Der hat da einiges mitgenommen und jetzt wechselt sich hier Double A Absolute Andy ein. Und das ist halt eben auch die geschickte Ringübersicht bei diesem Wechsel. Doppelter Back Elbow, perfekt ins Ziel gebracht. Ja, und nicht nur bei Broken Rules haben sie bewiesen, sondern auch bei ihrem Titelverteidigung, dass A4 ebenso eine Macht ist. Man sollte sie nicht unterschätzen. Ja, und das kriegt jetzt Axel der Junior gerade mehrfach als zu spüren. Diese Chops und dann noch dieser Backbreaker. Ins Gesicht quasi vom Ringgeneral Walter. Und der steigt auch schon aufs Seil und lässt sich hier nicht veralbern. Er hat gesagt, dass A4 halt gute Showmen sind, aber für ihn, für den Ringkampf, gehören Al-Ani und Absolute Andy in die Kategorie 3. Ja, aber sie zeigen hier guten Teamkampf, auch mit diesem doppelten Hip-Toss jetzt. Axel Dieter Junior kommt hier gerade ein bisschen unter die Räder. Aber kann sich hier noch aus dem Cover befreien. Aber Al-Ani natürlich oben auf, der lässt ja auch nichts anbringen, der lässt hier keine Zeit verstreichen, um irgendwie rumzutanzen. Ich denke, das ist aber auch ein Match, Two Out of Three Falls, was absolute Leistungsfähigkeit benötigt und absolutes Durchhaltevermögen. Ja, nach einem Fall ist es hier nämlich nicht vorbei, es geht ja weiter. Man muss seine zwei Falls erringen. Aber was wäre ein 2-0 für eine Demütigung? Ja, Jacobi hat es ja angekündigt, er hat ja gesagt 2-0, aber... Das wird sicherlich nicht so einfach werden. Und jetzt heißt es Walter gegen Al-Ani im Ring. Oh. Und wir kennen den Ringgeneral natürlich, seine harten Strikes, Chops, Schläge, Tritte. Das alles beherrscht er. Jetzt dieser Überwurf, dieser Headlock-Takedown. Du hast gerade gesagt, aber da sieht man eben auch die technische Finesse von Walter, natürlich die sich auch über ein Jahrzehnt hinweg herangearbeitet hat. Natürlich, und der Name Ringgeneral, der klingt vielleicht im ersten Moment vermessen, aber er hat ihn auch völlig zurecht. Wie Walter sagt, sie treten an hier, um die WXW World Tag Team Championship zu erringen. Und die Zuschauer, sie feuern jetzt den Erfurter Marius Al-Ani an. Whip in die Seile, aber der steckt oben drüber. Oh, was für ein Shoulderblock. Und da hat sich Al-Ani verschätzt, er dachte, er kann rüberspringen, aber Walter holt ihn aus der Luft. Pflückt ihn da quasi wie den reifen Apfel vom Baum. Ja, das war mehr als ein Pflücker. Hat wahrscheinlich vor den Ast getreten, um ihn runterzukriegen. Und jetzt Al-Ani zum Zweiten. Und der Dropkick sitzt aber. Der bringt sogar Walter aus dem Gleichgewicht. Und jetzt ist ja ein Heavyweight-Clash. Da kommt Absolute Andy. Shoulderblocks. Aber Walter geht nicht zur Boot, aber er wackelt. Er wackelt. Dieser Gigant. Der Gigant fangt und der Nächste. Und jetzt Absolute Andy. Aber rennt hier mitten in den Boot. Der Clothesline ausgewichen. Flying Shoulderblock. Walter am Boden. Der Adler der WXW fliegt und auch gegen Axel Dieter Junior. Und da ist Al-Ani mit dem Dropkick und Team Ringkampf muss aus dem Ring. Jetzt können sie erstmal Kräfte sammeln. Aber Al-Ani, der lässt ja gar nichts anbringen.
Oh, Team Ringkampf. Die wussten schon, was kommt und weichen hier nach links und rechts aus. Wenn Al-Ani so einen Anlauf nimmt, dann ist normalerweise Spektakuläres auf dem Plan von Al-Ani, Mr. No Bullshit. Aber jetzt wird Ringkampf angezählt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einen Fall zu erringen. Ja. Und das wäre natürlich die taktische Frage, opfert man einen Fall, um dann mit voller Wucht zurückzuschlagen, um so den Gegner aus dem Konzept zu bringen? Ich denke nicht, dass das nach Ringkampfstrategie und Taktik ist, gerade nicht des Ringgenerals. So, Walter, ihr geht jetzt hier nach draußen. Jetzt haben wir wieder die Anfangskonstellation. Da heißt es wieder Al-Ani gegen Junior. Der Hamburger Jung gegen den Erfurter. Gegen den Erfurter Puppenbruder, um es so zu sagen. Wie man so schön sagt, jetzt hier dieser Double-Handed-Chop von Axeter Junior. Und Probleme jetzt wieder für Al-Ani gegen diese European Uppercuts. Ja, das ist natürlich eines seiner technischen Manöver, aber er kontert ihn aus. Tritt vor die Brust auch das kennen wir. Und Axeter Junior, und da kommt wieder dieser Running. European Uppercut gegen Al-Ani. Tassilo Jung ist zur Stelle, aber es reicht natürlich noch nicht für einen Pre-Count. Denn wir kennen Al-Ani und er ist ein Kämpfer. Wie siehst du im Moment die Chancen? Wen würdest du im Moment favorisieren nach dieser Eröffnungsphase des Matches? Ach, das ist absolut schwierig zu sagen. Wir haben auf beiden Seiten Leute, die schon mal Tag Team Champions sind oder gewesen sind. Das heißt, sie absolut wissen, was Sache ist. Sie wissen, Hamburger wie sie kämpfen. Hamburger Kreuz! Ist. Nein! Stattdessen ein Einroller, durchgerollt. Al-Ani, was für ein Aufsprung! Schnappt ihn! Exploder Suplex! Und du hast es gerade angesprochen, beide waren schon einmal Tag Team Champions. Und jetzt geht's weiter mit der Rohrzange aus Franken. Naja, und der packt natürlich mal die Stahlrohre aus und haut hier auf die Rübe ein. Und hämmert Axeter Junior zu Boden. Whip in die gegenüberliegende Ringecke. Aber die langen Beine von Junior verhindern das. Das Weite, was kommt. Und da ist der Ringgeneral. Und jetzt sind die Heavyweights zur Stelle. Kann er seinen Erfolg fortsetzen? Nein. Reingerannt in den Body Slam von Walter. Vertical Splash. Ja, und der sitzt auf die Brust. Und die Rippen von Andy, die haben dieses Jahr ja schon mal gelitten. Aber Back Body Job des Nürnbergers. Und vom Top Rope. Oh, Shotgun Dropkick von ganz oben. Aber das Cover auch nur für zwei. Nur wieder die zwei, noch kein Fall im Two Out of Three Falls Match. Ganz spannende Angelegenheit. Wir haben es eben gerade kurz schon angesprochen. Ist nicht auszumachen, wer hier den ersten Fall holen wird. Und jetzt wollte er ihn hochheben. Ah, dann dieser Kniestrike in die Magengrube. Ja, Andi hat es ja mal gesagt, mit deinem Gewicht mache ich Squats. Und er hat ihn beim Shortcut to the Top in diesem Jahr eliminiert, hat ihn ausgehoben und übers oberste Seil geworfen. Aber auch jetzt Walter mit diesen Chops zwingt er sogar einen Al-Ani auf die Knie. Legt ihn hier in sich in der Ringecke zurecht und diese Close ein, da biegt sich der Nacken nach hinten. Double Underhook Suplex soll folgen, aber Al-Ani wehrt sich erfolgreich. Oh, was geschickt für eine gemacht. Oh, Close ein ins Leere, dafür trifft die Close ein in den Nacken. Ja, Al-Ani mit was Kraft und Beweglichkeit kombiniert. Vorher blockt er ihn erst und macht gleichzeitig den Sprung übers oberste Seil. Sehr geschickt, Al-Ani. Ansatz zum Vertical Suplex, aber Junior hebt sich aus. Mit der geschickten Gewichtsverlagerung und hält sich hier fest an ihm. Oh, es ist Zeit. Hebt jetzt die Beine hoch. Oh, aber Walter holt Al-Ani runter mit dieser Clothesline. Und wieder die beiden Big Man im Clinch in diesem Match. Ein tödlicher Clinch hier in den Seilen. Und wow. Absolut Andy geht übers oberste Seil. Wo du gerade sagst, in den Seilen. Axel, der Junior, zieht das oberste Seil herunter und Andy stürzt schwer. Und jetzt ist eigentlich schon Zeit für den ersten möglichen Fall, denn Al-Ani ist jetzt in Angriffen von Ringkampf ausgesetzt. Versucht sie irgendwie hochzukommen und Absolut Andy liegt immer noch, ja nicht regungslos, aber schwer angeschlagen außerhalb des Rings. Auf dem Betonboden ist er aufgeschlagen und vorher noch auf dem Apron. Da musste ich erst mal vorne erholen. Wieder ein Bodyslam, diesmal gegen Al-Ani. Und der liegt jetzt in der Ringmitte bereit. Nimmt die Pose an und dann noch hier mit den Füßen ins Gesicht und der Soccerkick. Junior kennt keine Gnade. Der Two-Counts gegen eines der Mitglieder von A4, gegen einen der World Tag Team Champion. Und jetzt aber Al-Ani, der versucht sich zurückzukämpfen. Aber dieser Double-Handed-Chop hier.
Whippt ihn in die Seile. Oh, einmal durch. Beweglichkeit von Al-Ani. Was für eine Kopfschere. Es muss nicht immer obenrum gehen. Aber den Dropkick, da hat er die Füße genommen und hat ihn einfach weggestoßen. Gut reagiert. Running European Uppercut. Und hält ihn jetzt hier fest in diesem Headlock und hat natürlich noch einen Arm frei, um Walter in das Match zu bringen. Absolut richtig. Und Renngeneral Walter übernimmt hier das Kommando. Der Ani wird hier festgehalten und hier diese Schläge gegen die Brust, auch dieses brutale Klatschen. Ringkampf ist perfekt vorbereitet auf ihren Gegner. Das zeigen sie jetzt hier wieder einmal eindrucksvoll. Und hat ihn sogar aufgefordert, nach oben zu kommen. Und dann Ani versucht irgendwie sich zurückzuschlagen. Aber der Body Slam ist das Ende der Fahnenstange. Mit einem Urschrei schleudert er Al-Ani auf die Matte und macht jetzt den Wechsel. Walter gegen Junior. Sie wollen ein Zeichen setzen. Gegen die amtierenden World Tag Team Champions. Eingesprungener Knee Drop. Aber auch das reicht doch nicht. Al-Ani kämpft weiter, denn Al-Ani weiß, wie schwer es ist, einem Rückstand hinterherzulaufen. Wird auch immer wieder von den Beinen geholt. Und man setzt auch sofort an, immer mit dem Cover. Und jeder Vorteil, der sich bietet, muss genutzt werden. Und jetzt hat er vier Finger im Griff. Das ist absolut legal, entspricht den Statuten des Ringkampfes. Ja, und Team Ringkampf beherrschen gerade das 1x1 des Tag-Team-Kampfes. Den Gegner isolieren und selber regelmäßig durchwechseln, damit man immer fit bleibt. Ja, bis jetzt Al-Ani jetzt, glaube ich, mit der längsten Phase im Match auf Seiten von A4. Das macht sich aber auch bemerkbar. Gerade da man die Kraft für den Verlauf des weiteren Matches... Oh! Aber Al-Ani wehrt sich. Tritt sogar Walter hinfort. Springt auf ihn drauf. Ansatz zum DDT. Er wird aber abgefangen und Walter wirft ihn weg. Ansatz jetzt hier dafür. Zur Powerbomb. Nein, DDT! Was für ein Konter, da zeigt Al-Ani zum dritten Mal in diesem Match, dass er eine Situation lesen kann und für sich nutzen kann. Und jetzt ist er am Wechsel dran. Aber er hat einen Walter am Bein. Beste Möglichkeiten zum Wechsel, auch wenn Walter da dran ist, aber... Da ist Axel Dieter Junior und zieht Absolute Andy vom Apron. Nicht zu glauben. Ja, sie nutzen hier wirklich jeden Spielraum des Tag-Team-Kampfes aus. Und die sicher geglaubte Hoffnung des Wechsels, sie geht dahin. Und Al-Ani ist einfach fertig. Er braucht eine Verschnaufpause, er braucht den Wechsel, aber sein Tag-Team-Partner liegt immer noch außerhalb des Rings. Also selbst wenn er jetzt zum Wechsel kommen könnte, keine Chance, aber die Fans helfen da im Hintergrund. Absolute Andy auf. Das zeigt, glaube ich, klar die Sympathieverteilung hier im Publikum. Und wieder wehrt sich Al-Ani. Diese Vorarmserie räumt Junior ab, aber rennt den Tritt von Walter. Geht's ab nach oben und nach oben und das ist der Wechsel. Gut durchgerutscht. Und Absolute Andy hat Wut im Bauch, Sebastian. Der hat Wut und schlägt zu. Hier. Schlag um Schlag, der Adler der WXW, Mr. 100%. Und schnappt ihn sich. Und die Zuschauer holt er auch gleich mit. Oh, aber Vertical Suplex ausgekontert. Ab in die Seile. Spinebuster! Und das Cover gegen Walter. Aber nur für zwei. Wieder immer noch nicht der erste Fall nach dem Spinebuster. Und dann muss es eben mit aller Gewalt gehen. Mit dem Superkick ist die Superkick-Party schon eröffnet. Das werden wir jetzt sehen. Nein, abgefangen von Walter. Oh mein Gott. Ansatz zum Gojira-Klatsch und Sleeperhold. Oh Gott, durch geht's. Und da ist der German Suplex als Alternativwaffe. Das Parademanöver von Walter, gefolgt vom Double Underhook Suplex. Dann gegen einen Mann wie Andy. Nur für zwei. Nur für zwei. Walter ist damit nicht zufrieden und holt sich jetzt hier gleich Axel Dieter Junior dazu. Hier kommt einiges zusammen. Absolute Spannung und auch absolute Härte durchaus. Boah, Backboot aber. Vom Daddy. Der Enzo-Giri sitzt. Und was für ein Suplex von Axel Dieter Junior. Der steht auf dem obersten Seil und kommt angeflogen vom zweiten Seil mit diesem European Uppercut. Aber auch nur für einen Two-Count.
Aber die Spannung auch, ist greifbar. Aber auch Absolute Andy wird hier dominiert von Team Ringkampf. Und das ist natürlich die Frage, in welche Richtung wird sich das entwickeln. Sie sind dem ersten Fall sehr nah. Aber können Sie aus Ihrer Überlegenheit endlich Profit schlagen? Zumindest aus Ihrer Sicht. Oh, zum Sharpshooter. Und wenn er jetzt abklopft, er ist in der Ringmitte. Perfekt positioniert von Absolute Andy. Und Walter streckt den Arm aus und auch Axel der Junior versucht es und hat es geschafft. Da und ist Andy hat es nicht mitbekommen. Oh, tritt dafür einen Big Boot ab. Ja, den hat er mitbekommen. Und Walter nutzt das direkt aus. Und wirft jetzt hier gleich noch Al-Ani in den Ring. Was hat er denn vor? Ja, der, ganz ehrlich, Christian, Al-Ani soll keine Chance haben, hier wieder zur zweiten Luft zu kommen. Ich denke, das ist die Strategie des Ringgenerals. Boah, Suicide Dive aber dafür gegen Axel Junior. Und da passt er nicht auf. Und da geht's auf die Schultern. Und da ist der F5 gegen Walter. Da bebt die Matte. Auch die Art des Ringes ist da. Aber nur für zwei. F5 nur für zwei. Und Al-Ani muss gegen den Ringpfosten. Und immer noch kein Count und kein Fall in diesem Match. Und hatte eben beim Sprung nach draußen Al-Ani zum vierten Mal in diesem Match eine Situation so geschmeidig ausgenutzt. Aber bis jetzt immer noch nicht, trotz des F5s, der erste Fall für A4. Und der hat gesessen. Walter liegt immer noch am Boden. Aber er hat den Kickout geschafft. So, und jetzt geht's nach oben. Nein, dreht ihn einmal um. Auch für Axel der Junior geht's nach oben, aber er zappelt sich frei und die Ellenbogenstöße an die Schläfe, die sitzen. Oh, Superkick! Superkick gegen Axel der Junior! Na, aber auch nicht der erste Fall. Was ist denn hier nur los? Wo soll das noch enden? Wo soll das hinführen? Aber das zeigt auch den unbedingten Willen, zur einen Seite die WXW World Tag Team Championships auf dem Spiel und eben die Karriere von Carsten Beck, dem sportlichen Leiter der WXW. Ja, absolut. Oh, da hat er ihn wieder auf die Schultern aufgeladen. Da hat der Junior überrascht. Aber oh, der befreit sich. Und der Enzo Higiri aber sitzt des Hamburgers. Abgefangen, Spinebuster. Und sofort der nachsitzende Sharpshooter. Und niemand ist in der Nähe, kein Walter. Um hier den Wechsel zu machen. Diesmal noch bessere Position der Sharpshooters. Walter richtet sich wieder auf und versucht hier seinem Partner zur Hilfe zu kommen. Oh, abgefangen aber. Crossbody abgefangen. Dafür setzt hier aber jetzt hier der Armbar. Doppelte Submission. Nein, 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 nein. Walter, was für eine Kraft und Powerbomb Al-Ani auf Absolute Andy und rettet damit Axel der Junior in letzter Sekunde. Alle Männer am Boden. Alle werden angezählt. Referee Count jetzt schon bei 5. Das wäre dann ein Port für beide. Gehe ich von aus. Wir sind schon bei 7 und das nähert sich. Tatsächlich, das ist, was? Was ist die Entscheidung? Ich denke, du hast die Statuten gut gelesen. Und die Entscheidung, ein doppelter Knockout, somit bekommt jedes Team einen Fall auf ihre Seite. Es steht 1-1. Unglaublich. Du hast es absolut richtig erkannt, Christian. Die Statuten geben es vor. Doppelter Countout, doppelter Fall. Aber die Sache ist dann, braucht es jetzt nur noch einen Fall und dieses Match ist vorbei. Absolut offen jetzt dieser Kampf. Der nächste Fall entscheidet und im Moment sieht es so aus, als könne Axel der Junior den Wechsel schaffen, das tut er und Walter kann übernehmen. Aber was passiert, wenn wir so eine Situation nochmal haben, wenn beide Teammitglieder ausgezählt werden oder bald noch ein doppeltes Knockout ist? Es muss eine Entscheidung geben, dann würde es im Sudden Death weitergehen. Unglaublich, und das Sudden Death, auch so weit will es Walter ja gar nicht erst kommen lassen.
Er will die Entscheidung schon vorher bringen. Das Match steht jetzt mit dem 1:1 auf Messerschneide. Und Absolute Andy stolpert hier in Walter und der packt seinen Big Boot aus. Team Ringkampf oben auf. Und schau dir dieses hämische Grinsen an. Da hat er Zeit und nimmt Haltung an. Und der Absolute Andy fordert ihn schon auf und fragt, ist das alles, was du kannst? Wohl wissen, was auf ihn zukommt, dass er wieder auf der Matte landet. Und der WXW World Tag Team Champion Absolute Andy auf der Matte. Kann er erneut über sich herauswachsen? Er wurde ja Absolute Andy als alter Mann bezeichnet von Team Ringkampf. Und diese will er nun Lügen strafen. Er steht in den Seilen, aber wird hier mit den Vorarms bearbeitet und den Chops und hängt hier in den Seilen. Aber auch er mit den härtesten Chops hier wohl, die man sich mit vorstellen kann. Whip jetzt in die Seile von Walter. Wow, aber Absolute Andy fegt ihn von den Beinen. Mit dem Mute der Verzweiflung und kann er zum Wechsel kommen? Nein, will er gar nicht. Er will zurückzahlen gegen den Ringgeneral. Und Walter muss hier leiden in der Ringecke. Und was für eine Clothesline. Hart durchgezogen. Stan the Man Hansen wäre richtig stolz auf ihn. Was ja auch ein Idol von Walter ist an dieser Stelle. Aber auf zum F5. Nein! Oh, Clothesline und Lariat. Die Lariat, mit der er schon so viele Siege geholt hat. Ist das der zweite? Voll! Nein, die linke Schulter, sie liegt frei. Und der Arm reißt sich nach oben und rettet hier Andy vor der sicheren Niederlage. Ich bin mir nicht sicher, wie lange Andy das noch aushalten wird. Aber es geht in die Seile, er hält sich fest. Das ist aber Andy. Ja, der greift da geschickt ein. Und jetzt hängt hier Walter in den Seilen. Bereit dafür. Alani nimmt Anlauf und diesmal sitzt er mitten auf das Kreuz von Walter. Aber da ist Junior. Clothesline geht ins Leere. Ausgehoben. Der Toy-Shop und der Big Boot. Durchgezogen und der German Suplex. Was für ein Schwung. Was für ein Schwung von Alani. Und plötzlich wendet sich das Blatt. Aber sofort aus dem Ring heraus. Und jetzt heißt es Platz machen! Alani! Ist der denn wahnsinnig? Über den Ringpfosten! Auf den Ringkampf! Und der Ringkampf ist am Boden. Und kommt jetzt das, worauf ich so lange gewartet habe in diesem Match. Big Man gegen Big Man. 130 Kilo! Und das gegen Walter. Es ist nicht zu fassen, wie lange er ihn halten kann. Wow, und da bebt die Matte. Was für ein Vertical Suplex. Was einmal nach oben kommt, kommt auch wieder runter, wenn es um Absolute Andy geht. Und jetzt vielleicht der zweite Superkick in diesem Match. Und die Superkick-Party mit den WXW World Tag Team Champions. Und diesmal sitzt er. Und das ist dann wohl die Titelverteidigung. Sebastian, nein, das ist Axel Dieter Junior. Aber auch Alani, der kümmert sich sofort um den Hamburger. Im letzten Moment springt er ins Kreuzfeuer und immer noch nicht der dritte Fall dann in diesem Match. Oh, super Kick abgewehrt. Wow, was für ein Shotgun-Jobkick. Gefolgt von dem Enzuigiri. Und sofort wird er durch die Gegend geschleudert. Durchgezogen von Walter. Und die setzen hier richtig nach. Ansatz zur Powerbomb mit einem European Uppercut dazu. Kombination von Über ohne Ende. Neue Tag Team Champions nicht. Immer noch keine Entscheidung. Immer noch kein Ende in diesem furiosen 2 out of 3 Falls Match. Und Carsten Beck behält seinen Job vorerst. Absolut. Da ist Alani aber sofort zur Stelle. Hat alles riskiert und ist trotzdem schon wieder auf den Beinen. Er will ihn diesmal nicht über das oberste Seil werfen, sondern er will ihn covern. Bis drei. Oh, wird sie aber auf die Einzelstimme geworfen. Und stürzt auf den Betonboden der Turbinale 1. Und jetzt dieser Faustschlag, der geht ins Leere. Und da ist der Backstabber.
von Absurd Andy. Mit den Knien in den Rücken von Walter. Und jetzt eigentlich nur noch der Frog Splash. Ja, der fehlt eigentlich noch. Der dritte Foul. Und er kommt angeflogen auf die Knie. Um Gottes Willen. So viel zu Knie in den Rücken. Aber nicht die Entscheidung. Das schützt sich auch keine Bauchmuskulatur. Bei diesem Einschlag. Und jetzt wieder Andy gegen Junior. Diese beiden Teams schenken sich nichts. Junior außerhalb des Rings. Und jetzt holt Absolute Andy seinen Partner dazu. Lädt ihn sich auf die Schultern. Ansatz zum F5. Aber da ist Ringkampf, weil Andy landet unsanft. Durch Walter, der in die Seile gegangen ist. Und jetzt wieder Vertical Suplex. Und hält ihn auch. Und Sahab umhält sich Absoluter Junior und beide fliegen aus dem Ring. Wie geschickt war das? Um Gottes Willen, Double Underhook Suplex vom obersten Seil gegen Mario Salani. Oh, aber keine Titelverteidigung. Und im Prinzip perfekt von Axel Dieter. Junior verlagert sein Gewicht so, dass er selbst Andy mit übers oberste Seil holt. Ja, und dann sollte es ein leichtes sein für Walter. Aber nein, noch nicht das Ende. Unfassbar, was diese beiden Teams hier zeigen. Sleeper Hold, aber Alani drückt hier Walter in die Ringecke und befreit sich tatsächlich aus dem Sleeper Hold. Das siehst du auch nicht alle Tage. Was für ein Job jetzt hier vom Ringgeneral. Der Kick abgefangen. Ah, Spinning Wheel Kick. Oh. Und Alani hebt ihn aus, wie bei Shotgun to the Top. Was macht denn Jacobi da? Christian, Michael, Jacobi greift hier. Vielleicht entscheidet er, aber er ist Gaskback. Ah, was für ein Faustschlag. Oh, die Lariat aber. Und Walter kommt da mit der Powerbomb gegen Mario Salani. Ah. Nicht den Tag vor dem Abend loben. Nicht den Tag vor Mr. No Bullshit schon beenden. Wie kommt der denn da noch raus? Nicht zu fassen. Und Walter, der will es jetzt wissen. Steigt auf das oberste Seil. Aber da ist Alani mit dem Enzo Igiri. Schnappt ihn sich. Nein! Gottes Willen! Walter von der obersten Ringecke geholt. Wird hier aufgeladen. Death Valley Driver! Aber damit nicht genug. Alani pumpt. Alani schwer gezeichnet von diesem Two out of Three Falls Match. Und da ist absolut ein Junior. Super Kick. Frog Splash. Frog Splash. Alani. Und der Job von Carsten ist sicher. Und Eva behält die Titel. Wahnsinn. Ringkampf am Bund. Absoluter Wahnsinn. Absolut. Der absolute Wahnsinn.